Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von F1 2019 zusammen mit Jan bei Racing Point. Yay, kein Regen. Wir fahren Aserbaidschan, Baku, unsere Hassstrecke, da haben wir noch nie irgendwas gerissen. Wir haben uns schon so ein bisschen ausgemalt, wie das die nächsten Folgen läuft. Dazu kommen wir gleich. Vorher möchte ich noch sagen, dass ihr gerne rechts um meinem i vorbeischauen sollt, bei jeweils dem anderen Kanal, denn wir nehmen das natürlich auf beiden Sichten auf und auch parallel, ohne... Alter, jetzt labert dieser Spaß mit den. Ja, auf jeden Fall beide Kanäle vorbeischauen, da könnt ihr auch die Videos parallel gucken. So, ja, was haben wir jetzt vor? Aserbaidschan, dann vor, Spanien, Alter? Dann Monaco. Leute, mir ist übrigens warm, ich verspreche mich die ganze Zeit, sorry. Mir ist auch sehr, sehr warm. Genau, also. Was sagst du zu Spanien, Mike? Was so denkst du, was kannst du da erreichen? So wie es bisher läuft, gar nichts. Also ich bin ja jetzt in jedem Rennen rausgeflogen, noch nichts gerissen, 0 Punkte. Letzte Saison mit Renault war ich in Spanien Erster oder Zweiter, oder? Ja, aber wir fahren natürlich jetzt hier auf einer höheren Schwierigkeitsgradstufe und die ist echt krass. Ja, also wenn es mal ausnahmsweise gut läuft, ein Rennen, was ich hoffentlich... Ich war mit Renault, war ich auf dieser Strecke ziemlich gut. Bin aber auch kurz vor Schluss des Rennens dann rausgeflogen, leider. Ja, also Aserbaidschan, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Also über ich hoffe, ich bekomme hier wieder Punkte. Also das Spanien sind die nächsten... Spanien ist halt tatsächlich, finde ich, noch schrecklicher als, als Aserbaidschan. Und dann Monaco ist natürlich wieder irgendwie so Glücksspiel. Ja, also Monaco werden wir wahrscheinlich also nur wir durchkommen, wenn wir ein bisschen uns gegenseitig helfen mit Taktik und beziehungsweise mit Aufhalten. Das war so ja, close. Ja, ich weiß. Wir werden wahrscheinlich, würde ich jetzt quasi nach diesem missglückten Start in die Saison. Ja, vor allem bei mir, du warst ja sogar ein bisschen. Nach diesen drei Rennen, dann werden wir dann wirklich relativ weit unten in der Wertung sein. Und dann müssen wir wieder neu angreifen. Mhm. Ich hoffe, das Road klappt. To Glory, Leute. Junge, wir komplett unterbremst. Ja, aber Aserbaidschan ist halt so ein Stadtrennen und ich mag Stadtrennen allgemein nicht. Monaco habe ich sehr, sehr oft gefahren, wodurch ich es besser kann als Aserbaidschan. Wir haben nicht trainiert, wir haben nur gerade eben vorher schon China aufgenommen. Ich wollte schon Bahrain sagen, China. Ja. Boah, Bahrain war so hässlich. Bin ich auch rausgeflogen. So viele Punkte geben können für mich. Ja. Hätte für mich auch, aber... Und China auch, also die ersten drei Rennen sind eigentlich so solche Rennen, wo man eigentlich so viele Punkte holen kann, um dann die nächsten drei Rennen zu kompensieren und wir haben es einfach verkackt, die Punkte zu holen. Und dementsprechend wird es jetzt für uns, der Saisonstart ist halt eigentlich, wenn wir jetzt hier in den Strecken nicht gut fahren, wo wir eigentlich schlecht fahren, wo wir sowieso schon gedacht haben, dass wir wenig Punkte holen, dann ist halt richtig ernst. Und das ja, ist auch so. Das ist die große Schwierigkeit, also deswegen... Wenn ich mich erstmal hier weit vorne qualifiziere, dann ist es erstmal gut für mich. Deswegen muss man ganz klar sagen, also ich muss dazu sagen, dass ich es auch letztes Jahr so gehabt habe, also bei F1 2018, dass ich echt schlecht gestartet bin und mich dann einfach gebessert habe, die letzten Rennen richtig reingeböllert habe. Aber weiß man nicht, ob das hier auch so läuft. Also man muss, kann darauf natürlich nicht spekulieren. Das ist ja klar, also ich muss natürlich Punkte holen, sofern mir das möglich ist, was halt momentan irgendwie nicht klappt. Also ich fahre noch gar nicht gut, ich würde gerne auch Training machen, also privat trainieren oder vielleicht mal ein Livestream, das wird es ja bei mir auf meinem Kanal mit meinen Zuschauern sowieso mal geben, ein Livestream zusammen mit euch, auf PC halt dann, ja, aber ich komme halt nicht dazu, die Zeit ist nicht da. Wir wollen die ersten Rennen direkt zack zack rausböllern, weil es natürlich ein neues Spiel ist, ein neues Projekt, das macht Spaß. Und dementsprechend ist es ziemlich schwierig, aber auch. Komm schon, Racing Point Auto, Mercedes Motor, das hier ist doch hier deine Strecke eigentlich. Ja, wollte ich gerade eigentlich sagen, wo du das erwähnt hast. Yes. 43,2, okay, ich hoffe, dass das ziemlich gut ist. Also mittler, also bis jetzt eine Sekunde besser als Charles Leclerc und der führt übrigens die Fahrerrangliste an. Ja. Das ist auch sehr interessant. Das letzte Rennen war ja sowieso auch in China so krass, dass ja, dann halt ganz am Ende in der vorletzten Runde oder so Verstappen rausgeflogen ist.
Ich finde, ja, genau, der war eigentlich Erster und ist dann rausgeflogen, das war schon scheiße. Also wir hatten generell, hatten wir sogar, auch wenn wir selber nicht die Punkte geholt hatten, haben halt mehrere andere sogar auch so ein bisschen Pech gehabt. Natürlich nicht ganz so wie wir, aber trotzdem. Aber ich das Vettel ist unglaublich ja sowieso ein Verbrecher, krass, dass er so viele Punkte hat. Verbrecher. Ich ja, der hat mich getötet. Ich find's unglaublich krass, wie viele Fights es einfach gibt mit diesem Schwierigkeitsgrad. Auch untereinander der Bots, aber auch zwischen uns und den Bots. Also ich habe im letzten Jahr echt viele Fights erlebt, was ja, echt krass war. Ja, du bist 13. auf dem Tempo da. 318 km/h. Ja, aber das ist tatsächlich nicht mal so schlecht, diese Strecke für uns. Zumindest auf dieser krassen Start-Ziel-Geraden. Also, ja, fürs Auto ist es okay. Ich weiß nur nicht. Da muss ich gleich mal gucken. Ich muss meine Vorderradbremskraftverteilung verstellen auf dieser Strecke. Pass auf, da kommt einer. Ich muss gleich mal gucken, wie man da um die Kurven kommt. Ist das in Ordnung bei Startziel um diese schnellen Kurven? Ich muss einmal kurz vom Gas ein bisschen runtergehen. Also ganz Vollgas durch kann ich nicht fahren. Okay. Also die, was jetzt hier kommen, ne, weißt schon. Ja. Boxenstopp. Naja, okay, ich bewege mich jetzt auch mal nach draußen, oder? Es sind noch welche, die Outlap machen gerade. Naja, nichtsdestotrotz soll mich das jetzt nicht stören. Ich muss ja auch irgendwann mal fahren. Alles fertig, wir sind bereit. Okay. Du hast von überbewertet. Ja, klar, klar. Natürlich. Ja, ich hole mir jetzt auch wieder einen neuen Satz Reifen und fahre dann auch wieder raus. Der Bottas ist auf Platz 2. Nice. Okay, dann legen wir los. Bin mal gespannt, was du für eine Zeit fährst. Glaubst du, du kannst meine Zeit knacken? Nee, weil ich gelbe Reifen habe. Ah. Nee, ich hatte auch überlegt, ob ich's mach, aber ich habe mich dann direkt dagegen entschieden, weil ich weiß, dass wahrscheinlich wieder irgendwie außerplanmäßig was machen muss oder so. Und das kann passieren, aber wenn ich Erster bin, hoffe ich, dass mir dann einfach nicht so viel passiert, dass ich vorausfahren kann. Gerade auf dieser Strecke wird mir das sogar fast schon passieren. Das ja, Ding genau, ist nur ich direkt gedacht. Ja, das Ding ist nur, wenn ich was reißen will, weil ich fahre ja bisher nicht besonders gut, dann muss ich ein bisschen in der Strategie klug sein. Und deswegen qualifiziere ich mich einfach mit den gelben Reifen. Start dann meinetwegen im Mittelfeld. Ich will auch gar nicht von vorne starten, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Im Mittelfeld also, halt, das wäre halt so krass, weil, also das ist halt eigentlich wirklich halt noch viel schwieriger. Glaube ich nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht. Mittelfeld, also die Chance halt im Start dein Auto kaputt zu machen, ist halt so viel höher, finde ich. Ich meine, okay, ja, klar, ich wurde als Erster weggerammt und getötet. Aber das Ding ist, das ist der entscheidende Punkt, warum ich es nicht glaube, ist, dass vorne mehr passiert. Das habe ich so das Gefühl. Ich werde es jetzt vielleicht testen, wahrscheinlich. Aber ich habe so das Gefühl, dass, was ist nicht das Gefühl, das ist einfach Fakt, dass uns beim Start Leute wie Mercedes, Red Bull und Ferrari ultra einholen, ja. Die kommen ran und dann fühlt es sich genauso an, als wäre ich im Mittelfeld gestartet. Und dann überrollen die dich quasi von hinten und machen natürlich auch keinen Platz, weil sie natürlich Gas geben wollen, wie irre. Und ich glaube, wenn man im Mittelfeld startet, dann lässt man die Besseren wegziehen und hat eine ähnliche Ausgangssituation. Vor allem ist ja hier bis zur ersten Kurve der Weg relativ kurz. Also, ich glaube nicht, dass das so ein mega Nachteil ist. Wenn ich jetzt 2-3 Plätze verliere, macht mir das nicht so viel aus. Oh, gibt es hier eine neue DRS-Zone? Oder gab es hier schon immer DRS? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die ist neu. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es hier schon immer DRS gab. Hier direkt nach der ersten Boxenkurve. Vielleicht habe ich das noch nie erlebt. Ja, aber auch im Qualifying, also echt. Also ich bin mir da nicht ganz so sicher. Also vielleicht fahre ich ja eine erstaunlich gute Zeit. Keine Ahnung. Jetzt auch noch mal eine Runde. Du fährst gerade über Startziel, ne? Fahr gerade auf Startziel quasi, ja.
Das Ding ist, es ist halt so eng hier. Wenn du hier überholen willst, du hast einfach keine Chance. Du kannst nur überholen auf der Startziel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt so wenig Stellen, wo ich hier sagen würde, ich traue mich zu überholen. Ohne dass ich schon im Hinterkopf weiß, dass nichts passieren wird. Also es wird irgendwas passieren, wenn man hier überholt. Auf der zweiten gerade mit DRS, da kann man auch nochmal überholen, aber sonst, das sind die zwei Stellen. Das direkt. Geht gerade noch so, aber das ist auch schon gefährlich. Relativ kurz, aber mit DRS würde es klappen, aber... Und auch dank unseres Motors. Ja, eben, das muss man dazu sagen. Also da haben wir wahrscheinlich einen Vorteil, weil wir hier deutlich besser überholen können. Als andere Autos. Okay, ich bin 18. Echt? Krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja krass. Das ist nicht das Mittelfeld, das ich mir erhofft habe. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber Mittelfeld ist das jetzt nicht. Alter, was? Ich bin gar nicht viel schlechter gefahren als du. Was bist du denn für eine Zeit gefahren? Okay, ich frag dich ja lieber später. Also ich fand die Runde gar nicht mal so schlecht. Und war richtig kacke. Wenn ich die Runde für gut empfinde, ja, was passiert dann im Rennen, ne? Wenn alle viel besser sind als ich. Oh mein Gott, ey, das bringt mich um den Verstand. Ich sehe gleich wahrscheinlich, wie viel du gefahren bist. Ja. Okay, krass. Das nochmal aufgeholt. Vorhin hattest du nämlich, glaube ich, eine 1,43 oder so 3,45 oder sowas. Glaube ich. Also ich war auf jeden Fall 3 Sekunden langsamer als du. Okay. Und 20 Plätze. Ja. Musst geil. Du strategisch entscheiden, wie du starten willst. So. Aber so, ich meine, auf dem 18. Naja, ich probiere natürlich jetzt nochmal eine gute Runde zu fahren, aber ich wechsle auf jeden Fall die Reifen nicht. Ach so, okay. Also ich fahre. Ist das gerade schon wieder eine Schnelle? Ja, jetzt nicht, aber jetzt, ich fahre jetzt über Startziel und fahre dann ab dann eine Schnelle. Der ist ja so krass jetzt mit den Reifen, dass die hinteren Reifen sind so kaputt. Aber wenn hinten die Reifen stärker kaputt gehen, dann muss man doch Vorderradbremsverteilung muss man stärker machen, ne? Ja, ja, klar. Habe ich auch gemacht, aber die hinteren brauchen sich trotzdem immer noch viel, viel stärker. Ja, ja, klar, das bringt ja jetzt nicht mega viel. Das ist natürlich. Ja, die verbrauchen doppelt so viel, selbst mit 68%. Ich weiß nicht, warum wir das haben. Also ich habe das auch, dass hinten echt viel mehr ist. Wahrscheinlich, weil wir vom Abtrieb einfach krass sind, weil wir auch Traktionskontrolle, glaube ich, auf Mittel haben. Also ich glaube, wenn man die auf Aus hätte und selber quasi ein bisschen besser das Gefühl drin hätte, was wir natürlich nicht haben, aber wenn, dann glaube ich, wäre man schon mit dem Reifenmanagement besser. Also das liegt ein bisschen an der Traktionskontrolle. Ja. Dass wir mehr aufs Gas drücken können und das auch machen. Wow. Naja, wenn die Reifen nicht so durchdrehen würden, dann... Ich bin nicht viel besser mit den Reifen. Das ist schwierig. Das hätte ich mir halt auch sparen können, ne? Wenn ich eh so weit hinten bin. Also wenn ich den letzten Abschnitt jetzt gut fahre, bin ich so, ja, wenn ich jetzt mega gut fahre, aber ich fahre nicht mega gut. Ich gucke einfach mal. 6-7 Zehntel sind schon drin, aber das ist natürlich jetzt nicht alles. Eine Sekunde könnte ich auch rausholen, je nachdem wie krass ich jetzt bin. 6-7, aber das ist doch schon mal. Okay, eine Sekunde ist drin. Eine Sekunde besser. Genau eine Sekunde, hoffentlich. Komm, Platz 12. Okay. Damit kann ich leben, definitiv. Wenn die anderen sich jetzt nicht mega verbessern, damit kann ich mega leben. Mit Platz 12. Das aber die. Gar nicht gerechnet. Also, die werden mich natürlich, glaube ich, noch einholen. Du bist 2,3 Sekunden hinter mir. Ja. Heftig. Aber dein dritter Sektor
Alter, du bist der, hast den schnellsten dritten Sektor gefahren. Gar kein Ding für mich. Den absolut, absolut schnellsten ja. Sektor dritten. Das ist so krass. Ich weiß, ich bin halt gut. Okay, jetzt nochmal entspannt, Reifen schon bis zur Box. Es kann echt sein, dass die mich... Im ersten Sektor bin ich 1,5 Sekunden schneller als du. Es kann schon mega sein, dass... Naja, weil halt da mehr Kurven sind und da komme ich mit meinen nicht so gut rum offensichtlich. Es kann echt sein, dass ich noch 2-3 Plätze nach unten rutsche. Platz 12 wäre ich echt zufrieden, das muss ich sagen. Also das wäre so ein Platz, wo ich sage, okay, ein bisschen schlechter als erwartet. Ich habe so Platz 9 erhofft oder Platz 10, aber ist in Ordnung. Also ist in Ordnung. Platz 14, 15 hätte ich jetzt weniger Bock drauf, aber muss ich halt so nehmen, wie es dann kommt. Fahre ich dann von der Strategie natürlich auch ein bisschen anders. Also die 3, 4 und alle fast, also alle hinter dir fahren aber auch gerade noch, also können wir ja sehen, klar, glaube ich auch, dass ich 2, 3 Plätze nach hinten rutsche, aber die Hoffnung ist natürlich da, dass ich dort bleiben würde. Die Hoffnung war eigentlich über Platz 10 zu kommen, aber gut. Mit anderen Reifen hättest du es geschafft. Ja, aber das bringt mir da im Endeffekt nichts, nicht viel. Naja, wenn du Platz 11 mit roten Reifen geschafft hättest, wäre es halt geil. Ja, das wäre schon ganz okay, aber... Die Box ist so häselig einfach. Ja. Ah, das ist krass. Ich glaube, wir cutten nicht. Erzähl mal irgendwas Tolles. Ich erzähle was Tolles. Ich sollen weiß nicht, was wir... Wie machen wir das hier jetzt? Sollen wir auch irgendwie Taktik machen, von wegen versuchen uns gegenseitig zu helfen, indem wir irgendwelche Fahrer rausrammen? Nein, wir rammen keine raus. Ja, wir rammen nicht, aber ausbremsen. Also, wir schauen erstmal, was die Sache jetzt bringt, ne? Versuch erstmal konstant halt meinen ersten Platz zu verteidigen. Ja. Und ich werde wahrscheinlich nicht Vollgas fahren quasi, also... Ja, die erste Kurve, da will ich natürlich Platz 1 bleiben, aber ich meine, ich werde jetzt nicht alles in den Kurven komplett riskieren, weil ich denke mal, in dem kurvigen Teil werden die nicht versuchen zu überholen und deswegen werde ich da vielleicht ein bisschen langsamer fahren, als ich könnte. Und vielleicht kannst du dadurch auch überholen. Ja, das gucken wir weil mal. Weil die Gefahr, dass ich, wenn ich halt wirklich Renntempo komplett krass fahre, dass dann mein Auto kaputt geht, ist halt hoch. Und wenn ich so ein bisschen weniger fahre, als ich könnte, vielleicht dann bin ich so auf der sicheren Seite, dass das irgendwie hinhaut. Ich bin der einzige Spaß, der sich mit gelben Reifen beworben hat. Ja. Alter, ich bin 20. auf dem Tempo da. Okay, ich bin 12. geblieben. Ja, hat er mir aber auch gesagt. Ich bin 12. geblieben, das finde ich echt nicht schlecht. Das finde ich echt nicht schlecht. Nee, wirklich. Hey, Leute. Daumen drücken, wir brauchen die Punkte. Ah, in Aserbaidschan, ey. Ich hab so wenig Lust. Das ist doch so ein Kack. Und ich kleb schon wieder am Stuhl. Zum Glück habe ich das Handtuch hier. Die erste Runde ist immer etwas hektisch. Halte genug Abstand zu den anderen Autos. Wir wollen keine Probleme haben. Strategie. Rot. Oh, 4 Runden wieder nur. Das ist ja so doof. Mach ich wieder wahrscheinlich 5 Runden raus. Was fährst du? Rot, gelb, gelb. Okay. Wie viel Zeit steht bei dir da angegeben? Warte, ich muss noch meinen Benzin verstellen, dann kann ich es dir sagen. Bei mir steht 45,48. Okay. Und bei dir? 45,41,6. Alter, du bist schneller als ich. Naja, gut, du gehst ja einmal mehr in die Box. Echt, du gehst einmal an die Box. Ja klar, das ist ja... Was fährst du denn? Gelb-Weiß. Gelb-Weiß? Bin ich aber dabei, ich hätte es auch ändern können, aber ich mach das. Ist ja erst Einführungsrunde, oder? Bin ich jetzt dumm? Ja, schon. Ja. Okay, let's go. Rein starten. Gucken wir mal. Direkt runterstellen den Modus. Hier ist Kühat, Alter. So, Reifen aufwärmen.
Also ich bin wirklich so gespannt, was jetzt beim Start passiert. Ich auch. Da ist mir das mega. Also da, glaub, da passiert schon alles. Chaos. Ja, wir sind ja bisher nur normale Strecken gefahren, keine Stadtrennen. Im Stadtrennen kann es jetzt richtig abgehen. Ja, vor allem, weil du so mittendrin bist. Also ich bin ganz froh eigentlich, dass ich erster Platz bin. Ich nicht. Ich bin echt froh über meinen Platz, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich finde es nicht schlimm. Es war ja geplant, ich hätte noch ein bisschen mehr gewollt eigentlich. Weil ich hätte ja trotzdem wahrscheinlich gelb-weiß fahren können. Betonung liegt auf können. Also mit gelb-weiß natürlich schon auch eine geile Strategie, so ist es nicht. Ich reg mich ja auch darüber auf, dass ich jetzt tatsächlich schon in Runde 4 oder so an die Box muss. Aber ich werde versuchen, erst in Runde 5 zu gehen. Weil ich mir gar nicht sicher bin, ob das hier so schlau ist. Ja, die Box ist auf jeden Fall häselig. Ja, ich bin mir unbedingt vielleicht doch in Runde 4 zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau ist. Du musst auf jeden Fall direkt bremsen, wenn du aus der Box kommst. Vielleicht muss ich doch bis zum ersten Boxenstopp. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Also in dieser Box muss ich doch bis zum ersten Boxenstopp schnell fahren, quasi. Und erst dann, wenn ich dann wieder auf Platz 1 bin, dann ein bisschen langsamer, weißt du, damit ich immer ein bisschen. Ja, guck jetzt erstmal, wie der Start wird, weil das wird auch nicht so toll. Sag mir bitte, wenn er übernimmt. Sag einfach Hi. Du meinst gerade extra schon hochgestellt. Weil ja, sag einfach, wenn er übernimmt. Ich glaube, hier hat er ja relativ spät übernommen. Ja. Ach, oh, Leute, ich habe echt. Aserbaidschan ist einfach gar kein. Schönen Reifen. Jetzt. Jetzt, ne? Ja. Okay, Fett. Boah, Bottas und Hamilton sind ineinander und ich glaube, Vettel und so auch. Alter, das ist so. Alter, ich habe halt wirklich richtige, Angst. Doofe Leute hinter mir. Ich habe Panik. Auch. Ich habe echt Panik vor diesem Rennen. Ich habe noch nichts gerissen in der ganzen Karriere. Ich habe Panik. Alter, ich habe nur schnelle Autos und dann. Ey, ich glaube, Hamilton wird mich gleich. Echt, hast du nur schnelle Autos in deiner Garage? Was ist im Spiel? Oh Mann. Ach, die Kamera neu starten, fuck. Darfst du nicht mehr, Alter. Doch, hab ich. Gleich los. Echt? Mein Start war gut. Ich bin Platz 2. Das ging ja richtig schnell. Ich steck zurück, ich hab keinen Bock auf Stress. Junge, da fliegen Teile, ich fahr voll drüber. Ja, meine Teile. Ich fahr voll drüber. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab Angst. Ja, ja, ist in Ordnung, so ist in Ordnung. So ist gut. Raff, ey Junge. Ich hab so Angst gerade, ich hab einen Puls von 12 Millionen. Alter, Bottas hatte mich auch gerade schon überholt. Bei Platz 3 gerade, jetzt bin ich wieder Platz 2. Ich bin Platz 14. 2 verloren, aber ich hab ja gesagt, sofern ich beim Start 2 verliere, ist mir eigentlich relativ egal. Sofern keine Crashes am Start sind. Alter, ist das heftig. Junge, wir sind so nah aneinander. Nein. Was nein, ist? Nein, 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 nein. Gelbe Flagge, was ist passiert? Ihr steht alle, okay. Ich fahre an denen vorbei. Junge, Hamilton fährt rückwärts und vorwärts gegen die Wand. Ich gehe an die Box. Ich habe alle überholt. Ich bin Zweiter. Ich habe eine 5-Sekunden-Strafe. Ist mir scheißegal. 5 Sekunden Strafe, aber ich bin zweiter Platz. Oh mein Gott. Geh unbedingt an die Box. Ja, ich geh an die Box. Was hast du? Komplett roten Frontflügel. Krass. Was ist denn passiert? Hamilton ist weggerutscht. Ich bin in ihn reingefahren und habe ihn dadurch noch mehr gedreht und deswegen stand er da quer. Er stand quer, ist einfach vorwärts mit Vollgas gegen die Wand, rückwärts mit Vollgas gegen die Wand, vorwärts mit Vollgas gegen die Wand, rückwärts mit Vollgas gegen Bottas. Richtiger Dulli einfach. Okay, ich habe eine 5 Sekunden Stop and Go. Kannst du mich bitte daran erinnern später nochmal? Ja, die kommt ja sowieso, wenn du Boxenstopp machst. Ach stimmt. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Wieso geht Hamilton nicht an die Box? Ist er nicht.
Der, nee, ist er nicht. Nee, das ist doch Bottas hinter mir. Hamilton ist wahrscheinlich ganz raus. Hamilton ist auf Platz 4, das ist vor mir. Was? Es gehen auf jeden Fall ein paar in die Box. Ich weiß zwar nicht, wofür ich eine Stop-and-Go-Strafe bekommen habe. Stand da, Kollision mit Leclerc verursacht. Ich habe den nicht mal gesehen, wo der war. Dann wird so hässlich hier rausgelassen aus dieser Scheißbox. Ja, ich sag, er muss direkt bremsen einfach. Aber dass ich Fünfter bin, ist okay für mich. Ja, dass ich Erster bin, finde ich auch ganz nett. Ich sag ja, die Strategie Hamilton ist hat, einfach besser. Aber Hamilton, das Auto muss doch kaputt sein von dem. Ja, eigentlich schon. Vielleicht geht er einfach nicht an die Box, weil also er auf weiß, jeden Fall, dass er gleich weil der hatte gerade... Keine Ahnung. Er ist ja... Vettel hat wieder zurück überholt, aber Hamilton hatte gerade mit seinem kaputten Auto Vettel überholt. Ganz kurz. Läuft okay. Auf jeden Fall bei dem. Junge, der ist einfach die ganze Zeit in die Wand gefahren. Also wenn der nichts kaputt hat, dann hackt er auf jeden Fall. Also dadurch ist das Feld auf jeden Fall schon mal gut auseinander. Ein bisschen, ja. Alter, diese gelben Reifen sind so häselig. Ja, sie sind echt nicht so cool und ich fahr gleich weiß. Ich bin in der Wand. Ich hoffe, ich kann gelb-gelb fahren. Orangener Frontflügel. Ist aber nicht so schlimm, es ist nur leicht orange oder gelb, keine Ahnung, wie man das nennt. Alter, diese gelben, ich muss sie erst noch warm fahren. Ich kann noch nicht jetzt, auch wenn ich ganz viel ERS habe, ich kann das noch nicht benutzen. Rutscht noch viel zu sehr mit diesen, die sind noch nicht warm. Ich hau alles raus, ich will leicht werden. Hat er gerade Änderung bestätigen angenommen? Ich wollte nicht rein. Ich fahr auch nicht, ist mir egal. Ich brauche nicht. Das ERS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens ja. Eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Alter, wie viel Action jetzt schon wieder ist. Aber wenn die anderen gleich an die Box müssten, ich müsste eigentlich immer noch auf Platz 1 sein, dann... Ja, ich gehe ja nicht, ich bin Platz 1. Ja, du. Das ist aber für mich ultra der Vorteil, auch wenn ich jetzt einen scheiß ja, gelben Frontflügel hab. Und halt noch die Zeitstrafe. Naja, aber ihr aber müsst halt einmal mehr an die Box, also es geht schon fit, würde ich sagen. Ja, ich muss auch jetzt noch einmal. Ja. Das wechsel dann halt auch wahrscheinlich also weiß. Ich werde sicher fahren, ich hoffe, dass das funktioniert. Also ich muss ja eigentlich noch nicht mehr auf weiß, ich kann eigentlich auch auf gelb wechseln. Es könnte funktionieren, musst du nicht, könntest du aber machen, je nachdem auf was du Bock hast. Oder wie dein Reifenmanagement wieder aussieht, ist ja bei dir nie so sicher. Ja, ich werde halt gucken, ne? Echt, guckst du? Ja, oder fährst du aber auf gut Glück? Ja, beides. Ja, klar. Komm, ich muss doch einmal jetzt gut zu Ende fahren. Klar, zu Ende, es sind jetzt erst angefangen, aber trotzdem. Boah, diese. Dieses, wenn man da diese Stelle hochfährt, das ist so kacke. Ja, ja. Diese einen Ding, wo man runterfährt, nach links unten wieder, da habe ich mir den Frontflügel geholt. Da knall ich so oft an die Wand. Auch wenn es. Einmal macht's keinen Schaden, einmal macht's Schaden, das ist. Keine Ahnung. Alter, ich habe auch roter Frontflügel, ich glaube genau da, wo du es gerade gesagt hast. Ich knall da auch sau oft dagegen. Was ist im Spiel? Aber das ist trotzdem, das ist schon häselig. Ich hoffe, die fahren jetzt gar in die Box, weil die kommen immer näher ran. Da habe ich eigentlich wenig Lust. Aktuell behalten. Geh nicht an die Box. Ich auch nicht. Oh, Vettel ist auf jeden Fall direkt hinter mir und hat eine schnellste gefahren. Ja, so schnell kann ich nicht fahren. Erstens mit meinen Reifen, zweitens mit meinem... Oh, ja, das ist nicht schlecht. Mit meinen Reifen... Einen roten Frontflügel geholt. Eben, mit meinen Reifen, Frontflügel und mit meinem Auto kann ich nicht so schnell fahren wie Vettel. Ja, ich habe halt auf der rechten Seite jetzt einen komplett roten Frontflügel. Mein Reifen fliegt, glaube ich, gleich weg, oder doch nicht? Alter, das war so knapp, ey. Ich bleib. Dass mein Auto draußen. Das doch geschafft hat zu bremsen, wundert mich ja, weil es hat es bisher in jedem Rennen nicht geschafft. Oh. Ich hab mich Alter, so okay, verbremst. Ich muss mit dem Frontflügel auf jeden Fall früher bremsen. Ja, ich auch. Ich hab mich so verbremst, gerade in dieser einen Kurve. Das war so knapp. Ich mach jetzt Lift and Coast. Das ist, glaube ich, auf der Strecke ganz okay. Ich mach einfach nicht gegen die Wand fahren Taktik. Echt? Nein, Hamilton, selbe Stelle, das gleiche passiert. Du hast ihn gedreht? Nee, er hat sich diesmal nicht gedreht, aber ich habe. Schade. Jetzt habe ich einen komplett roten Frontflügel. Ja, hattest du vorhin schon auch. Ja, ne? Ich weiß. Nee, also nur auf der rechten Seite hatte ich gerade. Und jetzt habe ich auf beiden. Okay. Ja, geil.
Das ist RIP auf beiden, weil vor allem bei diesen schnellen Kurven, bevor du ins Startziel fährst. Links, ja. Da ist links richtig schlecht, glaube ich. Oh, also ich muss da die Box, glaube ich, wieder. Dann musst du aber auf Weiß gehen, definitiv. Wenn du nicht mehr gehen willst, dann musst du jetzt auf... Aber auf Weiß schaffst du es auch nicht durch. Also ich gehe auch so früh ich eben kann, aber das ist noch nicht jetzt. Oh, heilige Scheiße. Ich fahre nicht gut, aber das ist mir relativ egal jetzt gerade. Was macht der? Ich muss es so machen. Der fährt auch an die Box. Wer, Hamilton? Ach, du bist in der Box. Hamilton fährt auch? Alter, Hamilton? 5 Sekunden! Schwere Kollision! Klar, oder? Hast du nicht noch eine Strafe? Nee, ne? Nee, ich hatte gar keine Strafe, das ist meine erste. Ich habe mich verbremst, ich bin in Notausgang. Zum Glück gibt's hier Notausgänge. Okay, ich bin Dritter jetzt dadurch. Wieder in der gleichen Kurve verbremst, wo ich vorhin dachte, mein Reifen fliegt weg. Okay, also Hamilton musste auch gerade sein Auto reparieren. Okay, jetzt bin ich nur noch Dritter. Aber die müssten jetzt an die Box gehen, also überhole ich sie direkt wieder. Hamilton war aber sein normaler Boxenstopp, Runde 4. Ja, das war sein. Ja, ich weiß, ja. Aber der musste trotzdem reparieren. Naja, gut, das, ja. Das hat ja jetzt Zeit gekostet, deswegen bin ich jetzt vor ihm. Nice. Hast du deine, deine Strafe gleich abgesetzt? Nee, ne? Nee, nee. Schade. Hat er nicht direkt gemacht. Das war eigentlich nicht schlecht. Ich hab die Innerboxeneinfahrt gemacht, weil er mich. Ja, ja. Hä? Der hat mich. Beim in die Box fahren hat er mich überholt und dann hat mein Auto sich irgendwie so komisch zurückgesetzt und ist reingefahren. Nee, ich konnte gar nichts machen. Das hat mein Bot ist ihn draufgefahren. Das ist weil der gut. Mich in der Box überholt hat, so wie ich das dich quasi in China. Das ist ja geil, wenn man dafür eine Strafe bekommt. Das Ding ist, Alter, ich weiß mit nicht, Hamilton hier ist wieder in diesem Rennen abgeht. Das ich weiß so nicht, was mit diesen hier abgeht. Also ich habe mega Abstand jetzt zu Platz 4. Aber hier ja, vor mir ist trotzdem. Platz 4 war. Hier ist vor mir trotzdem jetzt Bottas und Vettel. Warum sind die so gut? Check ich echt. Weil nicht. Die Ferrari und Mercedes haben. Ja, wenn ich diese Runterfahrt nach links, das ist. Da bremse ich jetzt immer viel früh früher. Als ob er nicht an die Box geht. Bottas ist an der Box, aber Vettel nicht. Warum? Was ein Huch. Ja, ist so. Ultra der Spaß. Wann, wie ich mir so gedacht habe, so ja, dann kann ich so ein bisschen chillig vorne fahren und erzähle so schön so, was ist im Rennen? Was ist im Rennen? Diesmal muss ich hier früher bremsen. Ich fahre hier so schlecht rein jetzt gerade, aber es ist egal, ich muss hier unbedingt früher bremsen. Ich muss mir eins der Schilder merken, wo ich bremse. Vielleicht kann ich ja weiß-rot fahren oder so noch. Ja, das haut auf jeden Fall hin. Hast du jetzt weiß? Ja, ich hab weiß. Ja, dann musst du wahrscheinlich nochmal rot nehmen. Ich glaube nicht, dass du damit durchfahren kannst. Aber weiß-rot sollte klappen. Außer du hast keinen roten Satz mehr mit. Doch, doch, lustig. Ich hätte ja rot-rot-gelb-gelb fahren können. Das hab ich auch vorgeschlagen. Ich bin in der Wand. Roter Frontflügel. Nice. Ich gern die Box. RIP. RIP. Und was ist im Spiel? Oh. Ich habe ja schon gedacht, dass das nicht gut ausgeht. Nee. Aber ich glaube, Punkte sind drin. Nee, im Rennen. Wenn ich nicht gleich rausfliege. Ich kann mit dem roten Frontflügel gerade gar nicht Alter, umgehen. In dieser Kurve, das muss ich mir merken, die Bremsen so crazy, diese Wichser. Ja, Raikön und Albon sind hier gerade. Albon! Die machen eine Straßensperre. Straßensperre! Ist doch hier kein Need for Speed, Alter! Ich fahr grad so langsam und ich schwitze auch wieder, aber ist mir nicht egal. Aus dem Spiel. So, jetzt Startziel, Alter. Ja, ich bin Startziel. Ah, ich muss halt in die Box. Ah, ich muss in. Ich bin erstmal in der Box vorbeigefahren. Nee, bin ich nicht, aber fast. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier? So. Synchronisation. Diese Arschlöcher! So, ich setze meine Stop and Go ab schon mal. Alter! Hilfe! Hilfe! Alter, ist der Typ behindert? Oh! Doppelüberholmanöver!
Ich komme jetzt auch, ich schwitze so hart. Ich auch. Das ist geil, ne? Oh wie Gott, jetzt die Box, die Box, die Box, die Box, ich hab so Angst. Brems, 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 oh. Zehnter bin ich. Ich hoffe eigentlich darauf, dass ich mit den Reifen so gut umgehen kann, dass ich nicht mehr wechseln muss. Und keinen Frontflügelschaden mehr krieg. Das ist halt wirklich das Gefährlichere. Als ob Sainz die schnellste Runde hat. Was ist das denn für ein elender Typ? Sainz habe ich irgendwie so das Gefühl, dass in dieser einen Rechtskurve liegen so viele Teile. Welche Rechtskurve? Da, wo Hamilton auch stand. Ach so. Ja, das ist ja ein Fake. Ich will, dass der da nochmal steht, hallo? Stand da ja zweimal. Ja, nee, naja, okay, das eine stand da nicht richtig. Ja, eben. Der soll nochmal richtig stehen. Ich fahre so schlecht mit Weiß. Ja, aber Hamilton ist voll weit hinten. Es geht, also nach einer Runde... Oh, es hat geleckt gerade. Junge, hat es gerade geleckt. Alter, der Horst wieder am Porno schauen nebenbei. Während er Formel 1 fährt. Ja. Sag ja nebenbei. Der Horst. Der Horst, ja frei. Okay, komm jetzt. Gib Stoff mit Weiß. Oh, ich bin Fünfter. Wuhu. Fahrer vor mir. Alter, das ist hieselig, ey. Und alten. Oha, alte Mediums. Oha! Wer ist denn vor dir? Leclerc oder Bottas, die überholen sich gerade alle gegenseitig. Gehen auf jeden Fall alle auch nochmal an die Box. Heißt, ich könnte es mir auch erlauben, nochmal an die Box zu gehen. Geil, der hat mich einfach gerade überholt. Ich bin RIP. Ich bin tot. Nicht, aber ich bin im Notausgang. Teil 2. Ja, ich dachte, dass ich im Notausgang wäre, aber im Tod. Ja, ja, ach, halt die Fresse, es ist warm. Alter, die weißen Reifen sind ja so krass. Hey, ich kann durchfahren. Ich weiß, ich kann durchfahren. Wenn ich durchfahren kann. Ich glaube, ich kann durchfahren. Auto, ich weiß, ich kann durchfahren. Wenn dumm. Ja, ja, sag. Wenn ich mein Auto nicht kaputt mache, glaube ich, dass ich durchfahren könnte. Und dann bedeutet das, dass ich, glaube ich, erster Platz werde. Ja. So viel wenn und wäre. Eben. Ist ja richtig unwahrscheinlich. Kann es sein, dass ich letzter bin. Weiß ich nicht. Und ich bin 12. Platz. Was? Aber stimmt, die Karte ist halt voll leer. Also hinter mir ist keiner mehr. Oh nein. Also Grosjean ist. Ja, ich habe einen roten Frontflügel. Du bist so ein Hänger, Alter. Richtig geil. Das war eigentlich schon obvious. War fast nicht anders zu erwarten. Ich find's lustig. Yeah. Oh mein Gott. Viel Spaß. Wechsel, was wechselst du? Du musst eigentlich nochmal weiß, ne? Ich, man hat nur einmal weiß mit. Ja, geil, dann kannst du jetzt gelb und rot fahren, dann musst du nochmal an die Box. Ich geh nicht an die Box. Ja, geiler Typ. Ja, ich habe ja keinen kompletten, ich habe nur auf der rechten Seite wieder. Ja, rechte Seite ist ja nicht dann ist ja ungefährlich. Auch. Man muss halt nur Lol. Früher bremsen, deutlich, aber. Die haben sich gerade richtig gebieft irgendwie. Rechte Seite ist nicht ganz link, so rechts. Strecke. Linke, rechts. Ich kann halt jetzt nur nicht mehr aufholen, glaube ich. Wow! Aber dann fahre ich halt, oh Alter, okay, das ist echt krass scheiße. Also ganz ehrlich, wenn man nicht rausfliegt, sind Punkte fast unmöglich. Es sind einfach nur noch 13 Autos oder 12 auf der Strecke. Es wäre schon traurig, wenn 12 Autos auf der Strecke sind und du wirst nicht in den Punkten. Also ich bin jetzt 10. Und hinter mir ist, glaube ich, nur noch... fast keiner mehr auf der Strecke. Hinter mir ist, glaube ich... Wir müssen gleich mal gucken am Ende des Rennens. Ja. Nein, Hilfe, oh Gott. Also hinter mir ist, glaube ich, Raikön und Ricardo, mehr nicht. Junge, bei dir wackelt einfach nur alles am Lenkrad. Ja, bei mir ist Party. Welcher Platz bist du denn noch? Scheiße. Fünfter. Kannst du dich ein bisschen aufhalten vielleicht so? Es gibt keinen hinter mir, den ich aufhalten kann. Ah, so gut. Ja. So gut, dass einfach keinen aufhalten muss. Also meiner hat mir vorhin übrigens gesagt, also wir wollen das Rennen mit den weißen Reifen fertig fahren. Wobei doch, Hamilton holt gerade auf, merke ich gerade.
Ja, weil du einen roten Formflügel hast, eventuell. Ja. Ah, nur vielleicht. Wie wir in diesem Video immer das Gleiche sagen, irgendwie. So krass. In welcher Kurve war es übrigens? War es wieder in dieser nach rechts unten? Ja. Geilste Kurve. Ja, links unten ist die. Die geht nach links unten. Meine ich ja, ja. Ich habe mich gerade vertan. Ja, macht nichts. Gasly ist irgendwie ultra der krasse Typ. Ich bin da durch diesen Frontflügel 3 Sekunden langsamer pro Runde. Gasly ist ultra der krasse Typ, der fährt dauerhaft lila Zeiten vor mir. Aber immerhin bin ich hinter ihm und halt mit. Oh, das könnte. Mein Reifen ist ab. Halt die Fresse. Das ist doch nicht dein Ernst. Was heißt denn das könnte? Ist das scheiße. Oh Gott, hier ist gelbe Flagge. Aber wir haben wieder schon ein bisschen angekündigt. Das LOL, Albion hat... Komm schon, Mike, es sind 11 Fahrer gibt's noch. 11 Fahrer. Alter, ich rast aus, das ist doch scheiße jetzt. Platz 16, gibt's 17, echt nur 18, noch 19 und 20... Ja, ja. Es gibt noch 11 Fahrer und... Ich, als ob ich keine Punkte kriege. Das liegt daran, dass... Weißt du, was mich ein bisschen nervt? 5 Fahrer wurden disqualifiziert und 4 Fahrer sind kaputt gegangen. Aber 5 qualifiziert. Weißt du, was mich nervt? Nee, ich, du musst den Platz wieder hergeben, das überholen. Ich hab ja hier virtuelle Safety Car jetzt gerade hier. Ja, weiß ich, ja. Und ich mach das ja meistens so mit der neuen Taktik, das machen ja alle, ja, dass wenn du gibst halt Vollgas und wenn die Zeit dann quasi knapp wird, dann drückst du halt auf die Bremse, dass du wieder im Delta bist, ne? Mhm. Und das kann ich aber nicht sehen, weil die Zeit bei mir außerhalb des Bildschirms ist. Und dann muss ich mich halt am Delta halten. Leute, wir sehen uns in Spanien wieder. Ja. Vielleicht gibt's bei mir jetzt auch den Cut, je nachdem, wie lang die Folge ist. Bin ich mal gespannt. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bei mir geht's auf jeden Fall fett Punkte weiter. Hoffentlich halt zum ersten Mal Punkte in meinem Leben. Ja, Mann. Also, haut rein. Ciao.